Also das der Film von Ihrem Freund auf der großen Leinwand. Ist man da ein bisschen aufgeregt? Ich bin so aufgeregt und ich bin vor allen Dingen so stolz. Das, was hier alles gerade passiert, ja, diese ganze, die Presse und alles, die ganze Anteilnahme daran, man sieht es auf Facebook und alles. Und das ist unglaublich krass. Und ich meine, der Film ist wirklich gut und ich bin wirklich, wirklich unglaublich stolz. Auch auf Bobby und Alba und die ganzen Hauptdarsteller. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich guter Film, wirklich hammermäßig. Im Prinzip sieht man ja in dem Film, wie man es von ganz unten nach ganz oben schafft. Wie schafft man es denn? Im Prinzip nur mit Liebe zur Musik, ja, mit Disziplin und mit Willensstärke. Also das ist eigentlich alles, man sieht es auch in dem Film und solange man sich selber treu bleibt, dann schafft man es auch mal ganz oben. Bei Frauen sagt man ja immer, das wäre so im Showbusiness ganz einfach, die müssten sich nur ausziehen und dann wäre es gut. Wäre das was, was für Sie in Frage kommt oder sagen Sie da? Also bis jetzt habe ich es auch ohne Ausziehen geschafft. Also für mich wäre es dann wohl nichts. Nö. Wie ist das eigentlich, wenn man die Freundin von so einem Rapper ist? Ist das irgendwie anders in der Beziehung oder stellt man sich da ganz krude Dinge vor? Also ich meine, jede Frau wünscht sich, glaube ich, einen Mann, auf den man extrem stolz sein kann und der irgendwie ein toller Mann ist, der ein toller Mensch ist und wenn er auch noch Erfolg hat und jemand, der so talentiert ist und der so, ich meine, ihr werdet den Film ja jetzt sehen, ja? Und der ist einfach nur krass. Und ich bin extrem stolz, dass das mein Mann ist, auf jeden Fall. Super.